Also die finden das schon spannend, dass sie mit relativ kleinen Mitteln, zumindest vom Budget her, auf einmal die Möglichkeit von mir präsentiert bekommen, hey, ich kann meinen Content, meinen Film tatsächlich auch ganz gezielt in Zielgruppen geben. Moin Moin, herzlich willkommen hier zu diesem Video. Ja, und in diesem Video habe ich einen Gast am Start, und zwar den Stefan Lutz. Stefan und ich, wir kennen uns schon seit Ende 2019. Da haben wir uns kennengelernt im Rahmen von Filmmaker Marketing, und seitdem arbeiten wir zusammen. Und der gute Stefan ist auch schon seit einigen Jahren am Start als Filmmacher mit Chili House TV und Medien. Und ja, schön, dass du dabei bist. Ja, danke für die Einladung. Bin gespannt, was unser Gespräch ergibt. Genau, ja, wir haben ein sehr spannendes Thema mitgebracht, und zwar das Thema Social Media für den Mittelstand, auch das Thema, ja, vielleicht Industriefirmen, alles, was im öffentlichen Bereich stattfindet. Meine Kunden letztendlich. Deine, ne? Kunden, genau. Genau. Und da hast du einen breiten Erfahrungsschatz, beziehungsweise auch immer viele Gespräche mit deinen Kunden, was dieses Thema Social Media angeht. Und so, ich glaube, die globale oder zentrale Frage ist immer erstmal, Social Media, brauchen wir das? Sollen wir das machen? Du als Filmmacher, ja, wie laufen die Gespräche ab? Worüber sprecht ihr da? Wie ist so das, die Einstellung der Kunden zu dem Thema? Also eigentlich sehr, sehr unterschiedlich, ne? Es gibt Kunden, die haben da schon ein bisschen was gemacht in dem Thema oder in dem Bereich. Manche Kunden sagen dann sowas, habt ihr auch sowas mit YouTube schon mal gemacht? Also da gibt es wirklich ganz, ganz breit gefächert. Das hat auch nichts mit der Größe der Firma zu tun. Ist ja für uns gut, ja. Also es gibt durchaus auch Firmen, die relativ groß sind und mit dem Thema Social Media gerade erst anfangen, weil sie vielleicht auch werbemäßig bis dato im Print oder auf Messen oder vielleicht auch im TV und so weiter gearbeitet haben. Und das ist natürlich eine spannende Geschichte, wenn wir da so ein bisschen Aufklärungs- oder Pionierarbeit leisten können. Ne? Aber letztendlich ist natürlich so, wenn wir da hinkommen als Filmemacher, dann haben die natürlich schon erkannt oder auch bei anderen Kunden oder Mitbewerbern gesehen, Film ist schon ein geiles Medium. Ne? Man kann dadurch Informationen und Emotionen transportieren, bleibt hängen, vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger als eine Broschüre, die man schnell im Papierkorb wirft oder so. Ja. Ne? Und letztendlich ist Social Media, und dazu gehört von Facebook, LinkedIn, YouTube, brauche ich euch nicht zu erklären, alles dazu, ist ja der Abspielkanal für unsere Videos. Ja, also das Medium schlechthin. Wir machen ja eigentlich in der Regel nichts mehr für Fernsehen, auch wenn ich vielleicht vom Fernsehen komme und das 20 Jahre gemacht habe. Aber das Internet, wie man so schön sagt, mit den Social-Media-Kanälen, ist ja nun der Abspielkanal. Ne? Also von daher haben die meisten eigentlich mittlerweile schon erkannt, total wichtig. Genau, das ist ja auch immer das, was wir sagen, die schönsten Videos produzieren macht keinen Sinn, wenn es keiner sieht. Du hast da, glaube ich, auch ein ganz schönes Automotive-Beispiel. Genau, ja, ich sage immer so ein bisschen, wir produzieren euch einen geilen Ferrari, aber vergesst nicht, der Ferrari muss auch auf die Straße. Und damit meine ich natürlich letztendlich Social Media, also den ganzen Ferrari auf die Straße bringen, mit Social Media halt entsprechend für Sichtbarkeit, für Verbreitung, für Conversion und so weiter zu sorgen. Ja, ne? Genau. Ja, da hast du auch schon das Thema KPIs, Conversion und Klicks, und da kommen wir auch gleich nochmal auf das Thema. Wenn jetzt die Frage im Raum steht, macht das denn für uns Sinn? Und deine Kunden auch dich da irgendwie vielleicht nach einem Rat fragen, was antwortest du denen dann immer? Oder gibt es da Diskussionen, ob das jetzt für die Sinn macht, vielleicht gerade in einem Bereich, wo das noch nicht so etabliert ist? Also die meisten Kunden, mit denen ich zu tun habe, haben sich schon dafür entschieden, nicht nur Film zu machen. Sie wissen natürlich auch, dass Social Media oder Internet die Abspielkanäle sind. Deswegen ist das eigentlich schon mal gesetzt. Aber trotzdem gibt es natürlich darauf aufbauend schon eben gerade die genannte große Bandbreite an Wissen. Ja? Also die meisten meinen letztendlich, wenn ich einen Facebook-Kanal habe, haben tatsächlich noch nicht mal unbedingt alle, damit ist eigentlich schon alles getan. Aber auch der Facebook-Kanal muss natürlich professionell bespielt werden. Dazu gehört ein professioneller Film, aber natürlich, sage ich auch dem Kunden ganz uneigennützig, natürlich könnt ihr auch User-Generated Content draufbringen, also mein selbst gedrehtes Video oder mal ein Foto, aber eben es muss halt auch schon professionell bespielt werden. Das ist dann quasi, wenn ich das vorwegnehmen darf, die organische Reichweite, zum Beispiel bei Facebook. Genau. Aber was da viel, viel spannender ist, und so haben wir uns ja letztendlich kennengelernt, ist das Thema Performance Marketing. Ne? Genau, genau. Vielleicht da nochmal zur Erklärung, das Organische, was Stefan beschrieben hat, dieses, wir haben einen YouTube-Kanal, wir haben eine Facebook-Seite, da folgen uns vielleicht 50 Leute, dann vielleicht auch noch welche Bestandskunden, aber nicht unbedingt neue, über Hashtags und alle möglichen Keywords, die man benutzen kann in so einer Videobeschreibung, wird das Video ein bisschen gestreut, aber nicht so in dem Maße, dass man jetzt wirklich das als ein proaktives Werbemittel nutzen kann. Es ist ein Marathon, genau. Irgendwann
bekommt dein Video immer mehr Reichweite. Dein Kanal wächst sowieso nur dadurch, dass du regelmäßig was machst. Absolut. Und da haben die Kunden dann wahrscheinlich auch nicht den langen Atem und sehen da auch nicht den Sinn hinter. Deswegen dieses Thema organisches Marketing, wo wir gerade drüber gesprochen haben, versus Performance-Marketing, also bezahlte Werbeanzeigen, was ja im Grunde eigentlich die gleichen Kanäle sind, nur dass dein Video zum Beispiel in dem Fall auf Facebook oder auf YouTube über eine bezahlte Werbepartnerschaft mit den Anbietern quasi von einer gewissen Menge von Leuten gesehen wird. Und da haben wir alle möglichen Parameter. Wir können sagen, hey, die Zielgruppe soll sich für das Thema interessieren, die soll so und so alt sein. Und da hast du ja auch schon mal mit deinen Kunden, glaube ich, zum Teil drüber gesprochen. Genau. Wie greifbar ist das für deine Kunden, wenn du in dieses Thema, hey Leute, Social Media ist jetzt nicht unbedingt nur den Kanal zu haben, sondern es gibt auch die Möglichkeit, das zu bespielen oder zu bezahlen. Mhm. Wie ist da so das Verständnis oder wie greifbar ist das? Ja, also tatsächlich ist es so, dass viele Kunden glauben, es ist mit einem Facebook-Kanal oder mit einem LinkedIn-Kanal getan. Für manche Bereiche reicht das ja auch. Und wenn man einen langen Atem hat und regelmäßig bespielt, ist ja so eine organische Reichweite innerhalb der Zielgruppe durchaus auch interessant. Mhm. Ja, also es gibt viele Kunden, die betreiben das so, ja, die, wie du schon gerade sagst, regelmäßig liefern die Content, Informationen und so weiter. Auch gerade LinkedIn ist tatsächlich ein Thema, was für Mittelständler, für meine Kunden super wichtig ist, obwohl man natürlich fast alle auch irgendwie auf Facebook findet. Ja. Facebook ist alles andere als tot. Aber wie reagieren die da drauf? Also die finden das schon spannend, dass sie mit relativ kleinen Mitteln, zumindest vom Budget her, auf einmal die Möglichkeit von mir präsentiert bekommen, hey, ich kann meinen Content, meinen Film, meine Botschaft tatsächlich auch ganz gezielt in Zielgruppen geben. Ja, das fängt an bei männlich-weiblich, wenn man es dann will, kommt ja mal ein bisschen auf die Zielgruppe an, ja. B2B, B2C, aber auch eingegrenzt mit Hobbys, mit Regionen, mit Alter, um nur mal so ein paar Parameter zu nennen. Das ist ja echt eine Wissenschaft für sich, die ich mittlerweile gelernt habe. Ja. Und das finde ich schon total spannend. Ne? Und es ist auf jeden Fall, finde ich, ein sehr, sehr gezieltes Marketing, wo man auch, je nachdem, wie man es betreibt, auch eben die Conversion sehen kann, dass man wirklich eben aufgrund des Marketings auch die Kunden sieht und auch steuern kann. Ja. Ist also nicht nur wichtig, Klicks zu haben oder von mir aus auch Aufruf oder so, sondern es kommt wirklich auch auf die Conversion an, aber da kannst du eigentlich noch viel, viel mehr zu sagen. Ja, genau, das haben wir auch schon mal, als wir uns darüber unterhalten haben. Genau. Du hast gesagt, die Kunden sagen immer, hey, wir brauchen mehr Reichweite. Mhm, genau. Aber Reichweite ist ja auch nicht alles, weil am Ende ist ja die Reichweite auch nur ein Mittel zum Zweck, um zum Ziel zu gelangen. Und das Ziel ist eigentlich die Conversion. Also man kann sich das so vorstellen, man hat so eine gewisse Reichweite, sagen wir mal 10.000 Leute aus der Zielgruppe sehen das Video, davon klicken aber nur ein paar. Mhm. So, das heißt ungefähr so vielleicht 5% von diesen 10.000 klicken. Mhm. Das ist schon mal ein Parameter, der ein bisschen interessanter ist. Ne? Wir brauchen Klicks. Klicks zu der Webseite. Da geht's aber weiter, weil die Webseite an sich ist ja meistens eher wie eine Art Lexikon. Da kann man sich über alles zu dem Unternehmen informieren, aber es verfolgt kein konkretes Ziel, wie wenn man jetzt die Webseite oder eine Landingpage, nennt man das ja, gezielt auf eine bestimmte Conversion, also eine Umwandlung herstellt, also baut. Umwandlung ist ja dann in dem Fall, jemand kommt auf die Webseite, ist in erster Linie ein Website-Besucher und wird dann umgewandelt zu einem Interessenten, nachdem er sich zum Beispiel eingetragen hat über ein Formular. Mhm. Über dieses Formular gibt es dann zum Beispiel eine Anfrage und jetzt zum Beispiel bei B2B, zum Beispiel größere Maschinen oder so, alles, wo du jetzt nicht direkt über einen Warenkorb etwas kaufst, so wie bei Amazon, geht es ja immer über Anfragen, Leads, darüber spricht man auch. Also das erzähle ich meinen Kunden auch so, aber dann kommt man schnell, wenn man das Ganze mal praktisch sieht, natürlich auch dahin, ja, dann brauche ich aber auch eine entsprechende Landingpage, die entsprechend aufgebaut ist. Und eigentlich, fangen wir mal noch ein bisschen weiter vorher an, ich brauche idealerweise auch vielleicht irgendwie ein bestimmtes Produkt, was ich gerade bewerbe. Also ich glaube, es ist erstmal aus meiner Erfahrung nicht so spannend, jetzt Firma XY zu featuren und dann kommen die Leute auf die Seite, ja, und dann stellen die, keine Ahnung, vielleicht Hydraulikpumpen her. Da geht jetzt keiner im Netz hin und klickt jetzt auf und ich kaufe eine Hydraulikpumpe. Genau. Gerade bei Mittelständler und B2B-Kunden. Ich glaube, das Thema Performance-Marketing ist dann spannend, wenn man zum Beispiel ein neues Produkt bewerben möchte. Haben wir gerade aus dem medizinischen Bereich, die haben halt ein neues Produkt rausgebracht, wo wir gerade einen Film für machen. Und das ist dann ganz gezielt etwas, was ich dann auch in die Zielgruppen streuen kann, als Beispiel. Oder auch Thema Recruiting, ja, ist vielleicht auch total spannend. Haben wir letztes Jahr irgendwas extrem viel gemacht, ganz viele Kampagnen auch entwickelt. Und dass man dann eben
ja, Azubis oder wie auch immer Mitarbeiter über Performance Marketing steuert. Ja. Da muss man natürlich auch irgendwie eine entsprechende Karriereseite haben und die soll dann auch idealerweise ja, mindestens genauso gut aussehen wie die Werbekampagne. Also derjenige, der dann einfach dahin geführt wird, muss auch sofort irgendwie ein gutes Gefühl haben und das Gefühl haben, wenn ich da klicke, kann ich mich bewerben oder zumindest mal anrufen, mich informieren. Ne? Wenn die Seite blöd aussieht, dann ist alles, was man vorher gemacht hat, eigentlich für die Katz. Genau, ja, stimmt, das ist auf jeden Fall wichtig. Die Landingpage, die muss gut aussehen. Es muss natürlich professionell aussehen, gerade je nachdem, was für ein Unternehmen das ist. Es gibt Unternehmen, die haben halt ein sehr hochwertiges Image, wenn die jetzt eine Landingpage oder eine Seite haben, wo der Traffic von der Werbeanzeige drauf geschickt wird, ist natürlich auch nicht so gut. An sich ist, das ist die gute Nachricht für alle, die das einsetzen wollen für Recruiting. Recruiting ist aus meiner Sicht super einfach, also über Recruiting Mitarbeiter oder Praktikanten oder alle möglichen Leute, die da bei einem mitarbeiten, zu finden, haben wir gemacht. So alle, die bei uns arbeiten im Grunde oder fast alle sind irgendwie über Werbeanzeigen gekommen. Mhm. Ich war noch nie auf einem Portal wie Monster.de oder so, habe da gesucht, weil das Schöne ist, man kann bei Recruiting, also wenn man da Werbung einsetzt, kann man sich als Arbeitgeber zeigen, so ein bisschen die Marke, so ein bisschen wie ist man so drauf, so ein paar Einblicke und dadurch findet man dann auch Leute, die das cool finden, was man macht und deswegen ist das ein sehr spannendes Thema. Du hast gesagt, ihr habt auch schon Recruiting eingesetzt in letzter Zeit vermehrt. Was für Videos habt ihr da gemacht und habt ihr da auch das Thema Social Media mit einfließen lassen? Ja, also ich sag mal eigentlich so ein ganz schönes Beispiel, was wir letztes Jahr produziert hatten, war eben für medizinischen Bereich, für Dentallabore in ganz Deutschland, haben die so um die 30 Dentallabore und da haben wir eine Azubi-Recruiting-Kampagne auch entwickelt tatsächlich. Und das waren 4 Azubi-Clips für 4 verschiedene Bereiche innerhalb der Ausbildung der Zahntechnik. Ja. Jetzt haben wir in dem Fall, weil es ein großer Laden ist, das Thema Social Media nicht selber praktisch umgesetzt, sondern da gibt es eine Social Media Agentur, die das gemacht haben. Aber letztendlich haben wir von vornherein eigentlich, weil ich das Thema halt kenne, von vornherein so entwickelt, auch schon bei der Ideenentwicklung, bei der Kampagne, dass es auch Social Media mäßig eingesetzt wird. Und wir haben noch eine andere ganz schöne Sache gemacht. Wir haben ja eben mit Azubis zusammengearbeitet, die haben wir auch gecastet, ja, damit wir auch wissen, dass es funktioniert. Ja. Und bei dem Casting haben wir ungefähr so 10, 12 Azubis gehabt, einen Tag Kamera, den haben wir einen Fragenkatalog vorbereitet, 10 Stück und haben mit den Azubis ja, eine halbe Stunde ein Interview geführt und haben unfassbar tolle, emotionale, aussagekräftige, natürliche, authentische O-Töne von den Azubis praktisch aufgenommen und haben dadurch viele kleine Clips produziert und haben mit einem Schlag, mit wenig Aufwand aus dem Casting letztendlich auch irgendwie noch eine Content-Kampagne gemacht und haben dann um die 40, 50 Clips noch zusätzlich generiert. Und der Kunde war total happy, weil er eben gemerkt hat, hey, ich habe auf einmal Content, den ich bespielen kann. Das wurde dann auch vor den eigentlichen Clips, die jetzt in der Rotation laufen, bei Instagram und Facebook und Co., einfach rausgespielt, um in die Azubis schon mal so ein bisschen kennenzulernen. Ja, sehr spannend. Wenn man das dann noch mit Budget befeuert, dann ist das natürlich ein super Mittel, um jetzt da auch die richtigen Leute zu finden. Muss man wissen. Ehrlich gesagt ist das ein Thema, was so die meisten gar nicht so auf dem Schirm haben, dass Social Media auch Geld kostet. Ja? Weil natürlich die meisten Firmen erstmal anfangen, indem sie ihre Facebook und Instagram und LinkedIn-Kanäle selber bespielen. Kann man in gewissen Teilen auch machen. Mhm. Aber wenn man es professionell macht, ist es wirklich wichtig, dass das Ganze auch nicht nur gut und CI-mäßig gleich aussieht, dass der Kunde sofort das Gefühl hat oder die Zielgruppe sofort das Gefühl hat, das ist auch irgendwie ein bisschen professionell, selbst wenn es jetzt lockerer Content bei den Azubis ist. Ja. Aber das Ganze zu befeuern und sogar vielleicht in die Werbung zu schicken über Performance-Marketing kostet schlicht und ergreifend Geld, aber es ist immer noch verhältnismäßig wenig, wenn man überlegt, was man damit erreichen kann. Und vor allen Dingen, wenn man einfach mal sieht, wenn ich das kurz sagen darf, die Kunden kommen ja eigentlich, die meisten Unternehmen haben ja nicht ihr Leben lang Social Media gemacht. Die meisten haben dann vielleicht früher in der Rheinischen Post oder wo auch immer eine Anzeige geschaltet für Tausende von Euro samstags. Ja, und die meisten haben dann vielleicht 1 oder 2 Bewerbungen gekriegt und da war die Zeitung im Papierkorb. Das ist auch mal so mein Argument. Ja. Investiert doch lieber mal ein paar tausend Euro in Social Media, dann hast du eine viel, viel nachhaltigere und besser steuerbare Kampagne. Nichts gegen Print, hat alles seine Berechtigung. Ja. Ja. Aber der ganze Werbekuchen, den so eine Firma zu bedienen hat, ist halt mittlerweile viel, viel aufgesplitteter. Ja. Ja. Es gibt vielleicht ein bisschen Print, es gibt ein bisschen TV, je nach Größe des Unternehmens, es gibt ein bisschen Messe, aber es gibt auch einen wirklich hoffentlich festen Budgettop für eben Social Media. Gehört einfach mittlerweile dazu. Eigentlich für fast alle Branchen, alle Zielgruppen, im B2B und im B2C-Bereich sowieso. Und sehr spannendes Thema, wenn man dann bei der Anzeige oder bei dem Print, nachdem sie im Mülleimer war und man die 2 Anfragen bekommen hat,
hat man keinen Zielgruppenbesitz dadurch gewonnen. Weil der Vorteil ist, so Werbekampagnen sind zielgerichtet auf eine bestimmte Conversion, zum Beispiel eine Bewerbung bekommen für einen Azubi. Aber gleichzeitig gibt es auch ganz viele Leute, die die Werbung sehen und daraufhin der Seite wieder folgen. Das heißt, man baut dadurch auch automatisch noch Zielgruppenbesitz zusätzlich auf. Absolut. Dass, wenn man dann mal was organisch postet und jetzt nicht bezahlt macht, dass es dann aber mehr Leute sehen, weil die über die bezahlte Werbung gesagt haben, ah, okay, eine Seite, die irgendwie spaßige Videos machen, der folge ich mal, guck mal, was die so machen und verfolgt die so ein bisschen. Ja, total wichtiger Punkt. Mal ganz ehrlich, ich meine, die meisten Firmen fangen ja eigentlich an und haben dann Follower aus dem eigenen Firmen oder von mir aus Bekanntenkreis, dann ist dann Oma Kawubke dabei, die Frau vom Nachbarn und so. Aber viel spannender ist es ja nicht, seine eigene Hut zu bespielen, sondern wirklich neue Zielgruppen zu erreichen. Von daher ist genau das, finde ich, eigentlich auch den Leuten klar zu machen, hey, du kriegst auch mal neue Leute. Ne? Ja, vielen Dank. War auf jeden Fall super spannend, sich da nochmal auszutauschen. Ich merke auch immer, wenn wir darüber sprechen, wir sind da so auf der gleichen Ebene, was wirklich so diese Relevanz von diesem Thema angeht. Und wenn du zusiehst und Unternehmer bist und sagst, okay, auch ich habe mich da irgendwo wiedererkannt, auch wir wollen vielleicht Social-Media-Kanäle bespielen, wollen da auch einen super Film haben, der da auch gut funktioniert. Vielleicht im Bereich Recruiting, vielleicht auch Imagefilme. Da ist Stefan auf jeden Fall der richtige Mann, Stefan Lutz von Chilihaus TV und Medien. Und wenn du zusiehst und Filmemacher bist und sagst, okay, auch ich möchte mich da in diesem Bereich ein bisschen mehr weiterbilden und auch das Ganze für mich als Filmemacher nutzen, geh gerne auf www.filmmaker-marketing.com. Da kannst du dich eintragen für ein Gratis-Coaching. Ansonsten gerne auch per Instagram uns schreiben. Und ja, hat super Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao.